Hallo ihr Lieben, heute schauen wir uns noch einmal eine Reihe von Präpositionen an, nach denen der Genitiv folgt. Das sind diese hier, statt, aufgrund, zugunsten, nördlich, da kommen noch weitere dazu, nördlich, westlich, südlich, östlich, ja, also Präpositionen, die eine Lage bestimmen. Und bezüglich. Ich habe diese Auswahl deshalb getroffen, weil ich denke, dass damit schon sehr viel ausgedrückt werden kann, was aber auch in der normalen Umgangssprache noch verwendet wird. Denn es gibt unglaublich viele Präpositionen, die den Genitiv nach sich ziehen, die aber in der Umgangssprache fast keine Verwendung mehr finden. Und wenn man jetzt nicht gerade Jurist ist oder ein hohes, gehobenes Amtsdeutsch spricht, dann sind diese Präpositionen zunächst auch einfach nicht so wichtig. Also wir befinden uns nach wie vor hier in diesem Sprachniveau und mit diesen Präpositionen in Verbindung mit dem Gebrauch des Genitivs seid ihr schon wirklich sehr gut ausgestattet. Gut, wir beginnen mit der Präposition statt. Statt bedeutet anstelle oder entsprechend. Man kann auch sagen als Ersatz für. Ja, das ist die Bedeutung von statt. An Beispielsätzen kann man es besser begreifen. Statt der Klassenarbeit haben wir einen Test geschrieben. Was heißt das? Wir haben also nicht die Klassenarbeit geschrieben. Wir haben einen Test dafür anstelle der Klassenarbeit geschrieben. Ja, und die Präposition statt am Anfang drückt das eben auf sehr schön ausgedrückte Sprache aus, in schön ausgedrückter Sprache aus. Statt der Klassenarbeit haben wir einen Test geschrieben. Anderes Beispiel, denn statt muss nicht zwingend am Anfang stehen, es kann auch in der Satzmitte stehen. Er singt statt des englischen Liedes ein französisches. Hier wieder, er singt also hier nicht das englische Lied, wie er es vielleicht vorher geplant hatte. Er singt jetzt ein französisches Lied. Lied kann hier im Übrigen auch rausfallen, weil es ja hier sich auf beides, also beide Adjektive sich auf dieses Nomen Lied beziehen, oder das Substantiv Lied. Das ist aber eine andere Sache. Also er singt statt des englischen Liedes ein französisches. Ja, hier wird das ziemlich deutlich. Wir können es auch mal ersetzen. Das würde genau passen. Er singt anstelle des englischen Liedes ein französisches. Das würde auch passen. Oder man kann eben auch einsetzen als Ersatz für. Was auch manchmal in den Beschreibungen steht, habe ich gelesen, im Austausch für. Ja, es ist ja auch immer, man macht eben nicht dieses, sondern man macht das andere, aber man macht es. Unsere nächste Präposition heißt aufgrund. Die bedeutet praktisch das gleiche wie die Präposition wegen. Die hatte ich schon einmal in einem anderen Video besprochen. Trotzdem möchte ich sie nochmal erwähnen. Im Umgangssprachlichen wird da die Präposition wegen tatsächlich öfter, häufiger benutzt, aber in der Schriftsprache findet man auch oft aufgrund. Und es zeigt eben, wenn ich es benutze, auch einen gehobenen Sprachstil. Mit diesem Thema, was ist gehoben, was ist gut ausgedrückt, stilistisch gehoben und nicht gehoben, muss man aber auch dazu sagen, dass das immer subjektiv empfunden wird. Wenn man sich unsicher ist, soll ich mich so ausdrücken oder soll ich jetzt hier so einen Genitivsatz einbauen oder nicht,
gebe ich immer den Tipp, hört, was die anderen sagen oder das Gegenüber, der andere, auch bei einem Gespräch mit einem zukünftigen Chef beispielsweise, hört einfach, wie spricht die Person und gleicht euren Sprachstil diesem an. Damit seid ihr eigentlich immer auf der sicheren Seite. Ansonsten kann es ja auch einfach nur seltsam klingen, wenn ich mich so zu gewählt ausdrücke. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich den Genitiv und insofern wollen wir ihn auch kennenlernen. Gut, wir haben also jetzt die Präposition Grund, aufgrund, sorry, die das Gleiche bedeutet wie wegen. Ja, man kann jetzt hier die Ursache betreffend auch mit diesem Ersatz veranlasst durch übersetzen für sich selbst, aber mit wegen kommt man auf jeden Fall klar. Hier mal ein Beispielsatz. Aufgrund des schlechten Wetters, ich habe mal Pünktchen, Pünktchen, aufgrund des schlechten Wetters bin ich später gekommen oder bin ich gar nicht gekommen, ja, zur Verabredung. Das heißt, wegen, also der Grund dafür, dass ich nicht gekommen bin, war das schlechte Wetter. Ja? Wir können genauso gut sagen, wegen des schlechten Wetters, das passt auch. Auch hier gilt, die Präposition kann auch an dritter Stelle, also direkt hinter der Stelle des Verbteils stehen, wie die anderen Präpositionen natürlich auch. Hier, er darf aufgrund seiner Allergie keine Milch trinken. Ja, er darf wegen, der Grund dafür ist, dass er, der Grund dafür, dass er keine Milch trinken darf, ist seine Allergie. Ja, aufgrund seiner Allergie, das hatte ich ja in einem Anfangsvideo über Genitiv ganz allgemein schon erklärt, wie es dann gebildet wird. Hier haben wir es aber nochmal. Die Allergie, deswegen steht hier ER, auch bei einem Possessivpronomen. Ja, auch das gleicht sich diesem Genitiv an. Noch ein Beispielsatz. Ich bin aufgrund des Zeitmangels nicht fertig geworden. Vielleicht habe ich einen Test geschrieben, eine Arbeit in der Schule irgendwo, eine Prüfung und bin nicht fertig geworden. Und der Grund dafür war der Zeitmangel. Ja, natürlich würde ich es wahrscheinlich im normalen Leben so ausdrücken und sagen, ich hatte keine Zeit, deswegen bin ich nicht fertig geworden. Und man kann natürlich diesen Sachverhalt auch ganz anders ausdrücken, aber wenn ich es so ausdrücke, habe ich mich eben sehr stilistisch sehr hoch ausgedrückt. Ja. Hier passt es auch, ich bin wegen des Zeitmangels nicht fertig geworden. Wir kommen jetzt noch mal zur Präposition zugunsten. Man kann es auch so schreiben, in zwei Worten, aber merkt euch einfach nur diese Variante, die ist viel häufiger anzutreffen. Und außerdem reicht es auch, wenn ich weiß, dass es eine Sache richtig ist, brauche ich mir nicht zwei zu merken. Ein Beispielsatz. Ich habe zugunsten des Kindes entschieden. Was heißt das? Ich habe eine Entscheidung getroffen, ich habe mich für etwas entschieden. Ich habe den Satz auch letztens noch gehört. Eine Mutter hat eine Schule ausgewählt, eine andere Schule für ihr Kind und hat genau diesen Satz auch zu mir gesagt. Deswegen nehme ich den auch. Sie hat gesagt, ich habe mich, das kann auch hier reflexiv sein, zugunsten des Kindes entschieden. Ja, sie wollte, dass das Kind bessere Schule hat, sich damit wohler fühlt. Denn zugunsten bedeutet zum Vorteil, zum Nutzen für. Also damit drücken wir etwas aus, was besser ist, was positiver ist für die Situation. In dem Fall war diese neue Schule besser für das Kind als die alte. Anderer Satz. Zugunsten der Mitarbeiter zieht die Firma nicht um.
Also zum Vorteil für die Mitarbeiter, man kann auch einfach sagen, es ist also besser für die Mitarbeiter, dass die Firma nicht umzieht. Da geht es um den Standort. Die Firma bleibt am gleichen Ort, denn das ist gut für die Mitarbeiter. Ja, und in einem gehobeneren Deutsch ausgedrückt, mit der Präposition zugunsten, können wir es eben sagen, so zugunsten der Mitarbeiter zieht die Firma nicht um. Und nun kommt noch die Benennung der Lage oder des Ortes. Das wird häufig ausgedrückt hier durch solche Präpositionen, habt ihr sicherlich schon mal gehört. Nördlich, östlich, südlich, westlich zum Beispiel. Das sind ja alles Himmelsrichtungen, von den Himmelsrichtungen abgeleitete Präpositionen. Ihr kennt das vielleicht noch, der Norden, der Osten, der Süden und der Westen. Und ich möchte dann eben eine Lage bezeichnen, zweier Substantive, zweier Orte hier in dem Fall und benenne das dann mit dieser Präposition. Ja, ein Beispiel mal. Die Stadt, zum Beispiel die Stadt, in der ich jetzt wohne, die Stadt liegt nördlich der Alpen. Ja, oder hier beispielsweise München. Die Stadt München liegt nördlich der Alpen, liegt also im Norden von den Alpen, aber so ist es falsch, denn nördlich braucht dann den Genitiv. Hier ist ja die Alpen der Plural, insofern nördlich der Alpen. Anderer Satz. Südlich der Stadt gibt es viele Felder. Ja, ich habe also hier die Stadt, über die ich spreche im Text, und südlich davon, also hier unten, da befinden sich viele Felder. Und so kann ich es wirklich sehr schön ausdrücken, sowohl schriftlich, aber auch mündlich. Südlich der Stadt gibt es viele Felder. Jetzt habt ihr es gleich geschafft. Es kommt noch eine Präposition, die heißt bezüglich, die dann allerdings wirklich typisch Papierdeutsch ist oder Amtssprache. Oft hat ihr auch diese Abkürzung, vielleicht habt ihr es schon mal irgendwo gelesen, denn es ist eigentlich häufig eher in der Schriftsprache dann anzutreffen, bei einem Briefwechsel, Schriftwechsel, also einer schreibt, der andere schreibt daraufhin wieder zurück. Manchmal geht das so hin und her. Auch im Juristen, in der Juristensprache taucht diese Präposition oft auf. Ja, bezüglich heißt, ich nehme Bezug auf, also betreffend. Es gibt einen Sachverhalt und ich beziehe mich darauf und möchte darauf jetzt praktisch antworten. Es kann so aussehen: Bezüglich Ihres Schreibens möchte ich Ihnen mitteilen, dass bla bla bla. Ja? Das heißt, ich beziehe mich auf dieses Schreiben, auf einen Brief, den ich erhalten habe und sage zu diesem gleichen Thema jetzt etwas anderes. Ja, dann hier bezüglich Ihres Schreibens und so weiter. Oder ein anderes Beispiel: Sie hat bezüglich Ihres Plans nichts gesagt. Ja, sie, die Frau, weibliche Person, hatte also einen Plan und hat nichts davon gesagt. Das finde ich, ist jetzt ein guter Satz, der zeigt, dass das für diesen normalen Sprachgebrauch, umgangssprachlichen Gebrauch nicht geeignet ist. Dass die Präposition bezüglich wirkt doch sehr unschön und kompliziert und ist. Man würde diesen Satz zum Beispiel, sie hat bezüglich ihres Plans nicht gesagt, viel besser ausdrücken, indem man sagt, sie hatte einen Plan und hat uns davon nichts erzählt. Ja, also es ist hier an dieser Stelle, sind wir da angelangt, wo eben
die Präpositionen mit dem Genitiv dann in eine andere Sprache abrutschen, nämlich die sogenannte Amtssprache oder auch mit einem leichten Lächeln im Hintergrund, typisch Papierdeutsch.